Ja, und da wären wir auch schon wieder bei Let's Play Starbound. Und wie ich auch gesagt habe, der liebe Dave ist noch nicht dabei, aber das macht nichts, denn es ist Tag geworden und mein Gott, war das eine Action. War das eine Action. Egal, das haben wir hinter uns und ziehen jetzt hoffnungsvoll weiter. Gestern konnten wir den überholen, um die guten Sachen vor ihm zu finden. Das hat er uns immer in letzter Zeit vorbehalten. Ja, ich weiß, du liebst mich, aber ich dich nicht. Also, kusch. Husch. Gut. Ich find's immer witzig, wie die ganzen Sachen hier auch gebaut sind. Oder gemacht sind. Einfach, dass das irgendwie so ein Teil wie das hier gerade hoch nach oben ragt. Oh nein, Kackbuntvögel. Junge, der schießt Blitze. Wollt ihr mich, will er mich fahren? Junge, alle Vögel sind böse. Oh, die schießen mit Scheiße auf mich. Mit Schleim, meine ich. Boah! Komm, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Den Kameraden hier kriegen. Oh, Junge, macht der Schaden, macht der Schaden. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Nein! Scheiße, und wir sind so weit gekommen. Der Planet gefällt mir. Doch, doch. Das ist ganz spannend, aufregend. Boah, ich hoffe, der Dave kommt jetzt mal langsam. Damit wir die Koordinaten unseres Heimatplaneten, da eintragen können. Und nein, oh, nein, ich will diesmal nicht schon wieder. Nein, nein, oh nein. Scheiße. Geil. Ich guck mal eben, ob hier noch irgendwas drin war. Nein, drück doch eh. Ah ja, stimmt. Iron Bars. Die sind da. Jetzt habe ich die auch endlich mal gesehen. Platinum Ore ist da. So. Einfach das Gefecht hatte ich das letztens nicht gesehen, aber jetzt. Jetzt geht das. Sauber. Boah, und ihr könnt euch. Ihr könnt nicht glauben, wie froh ich bin, dass es im Moment nicht einen Millimeter ruckelt. Und da, damit jumpt er aus Versehen. Da oben haben wir Scheißvögel, aber die haben mich nicht gesehen. Ja! Und Copper. Wir müssen dringend nach Hause, dann können wir unsere Rüstung vollenden. Mega wird das dann. Mega. Dann ziehen wir als Vogelkrieger los, denn das ist so eine Vogelrüstung. Ich glaube, diese Rüstung, die man sich daraus machen kann, ist bei jedem Charakter anders. Komm her, wenn ihr euch traut. Kommt her, um. Tja, tja, dumm gelaufen. Legt euch nicht so schnell mit Philipp an. Hm? Hm? Ja. Nein, das ist nur Erde. Ich hätte immer noch Copper aus, denn ich will auf jeden Fall diese Rüstung. Das bringt meine Vogeligkeit zu Geld. Oh, da fahre ich nicht nochmal rein. Da haben wir nochmal Geldkassette. 6 Pixel. Naja, kein groß, keine große Ausbeute, aber 6 Pixel sind 6 Pixel. Oh, was haben wir hier unten? Okay, den Scheiß machen wir jetzt zu. Nein, ich wollte. Oh, aber ich. Oh. Wollte doch nichts craften, Junge. Oh. So, und jetzt den Furz wegmachen. Oh, beinahe. Ich meine treuen Freunde. Nein! Fuck, und komm, ich schaff das ohne was wegzubauen. Ich schaffe das. Ja, like a boss. Und das war's auch mit den Fackeln. Das heißt, es wäre besser auch jetzt mal, wenn die Nacht das nächste Mal hereinbricht, bis dahin ein Dorf zu finden. Oder ähnliches. Ich habe das Gefühl, es wird gerade wieder dunkler. Nein! Puh. Dann bin ich weit nach unten geflogen. Dann durch den Jumble Jump konnte ich das, konnte ich den Schaden reduzieren, nur die beiden Viecher haben mich auch noch erwischt. Nein, Alter. Oh, dieses Jump'n'Run hier bei dem Da unten haben wir noch eine Truhe. Ach! Sie an.
das denn? Wie viel Damage Bursting hat er sowas? Nee, den brauche ich nicht. Den brauche ich echt nicht. Was kann ich wegschmeißen? Dirt. Dirt kann man immer wegschmeißen. Ein paar Pixel und Corn Seed. Brauche ich nicht. Ich bin nicht so der große Anpflanztyp. Aber immerhin, ein paar Sachen. Geht schon mal. Insgesamt finde ich das Eis auch irgendwie geiler als... Das nehme ich doch mal gerne mit. Okay, warum Gold? Ja, anders als bei Minecraft hat Gold hier eine Bedeutung. Und zwar kann man mit Gold seine Sachen gut reparieren. Und ich habe nicht genug Platz für Gold. Wunderbar. Dann schmeißen wir doch mal irgendwas raus. Slush zum Beispiel. Auch wenn ich Slush-Eis mag, aber... Und wir nehmen jedes Stück Gold mit, denn wir brauchen immer, keine Ahnung, um die 4 bis 5 Stücke, um unsere Waffe, um unsere Spitzhacke voll wieder funktionstüchtig zu machen. Ich fall genau raus. Nein, das denkst du dir, so. Denkst du? Oh! Mein Gott! Geil. Fuck, ey. Jetzt ist die Frage, wo war der Planet? Wo ist unser Heimatplanet? Go home, ich habe noch kein Home gesetzt. Fuck it. Oder wenn ich zu Dave rübergehe, vielleicht klappt das ja bei seinem Schiff. Ich hoffe es. Dann kann ich mir die Daten aufschreiben und mit meinem Schiff dahin fliegen. Der Dave! Dave? Okay, da muss irgendwas mit Skype abgekackt sein. So, und jetzt die Frage, wie machen wir nochmal den Chat? Ah. Ja, haben wir ja auch mal was. Ja, sag doch einfach. Was ich auch ziemlich geil finde, ist, dass man wirklich solche Sprechblasen hat. So, ich kläre nochmal darüber auf, dass ich aufnehme. Ja, jetzt sag einfach die Koordinaten, Dave. Da kann ich mein Raumschiff da hinstellen. Dann können wir so die ganze Zeit rumbeamen. Sag erstmal X. Und dann noch Y. Junge, was für Ups. Warne dich!
Willst du mich verarschen? Unsere ganzen Sachen sind da! Wichser! Jetzt such danach! Ich weiß nicht, wie das Sonnensystem aussieht! Mach! Ja, dann mach! Junge! Musst du vorsichtig sein! Alter Vater, ey! Eiskalt, der Kollege hier, eiskalt ist der. Moment, das hier ist doch eine Waffe, oder? Mein Gott, ist der Sense lahm. Gleich wieder zurück. Ist doch Pickaxe. Haben wir noch andere Waffen? Wir haben noch die hier. Hey. Junge, das ist sehr wichtig, dass du jetzt unseren Planeten wiederfindest. Mega wichtig. Und bis dahin lasse ich nicht zu, dass du da rauskommst. Wie das aussieht. Härteres als Schnee? Ja, hab ich. Hey Dave! Hast du denn die Koordinaten? Junge! Ich kann ja nicht selber suchen, ich weiß ja nicht, wie das Sonnensystem aussieht. Leck mich mit hier, Junge, du musst suchen. Mach es, sonst sind all unsere Sachen weg. Ich warne dich. Eiskalt, macht eiskalt unseren Planeten weg. Gib denn sowas. Eiskalt ist der Kollege. Muss ich erstmal einen drauf. Ey, scheiße. Eiskalt, Junge. Das denkt man bei dem gar nicht. Da denkt man erstmal so, lieber Kerl, dann eiskalt. Darauf muss ich erstmal einen trinken. Hast du ihn gefunden? Nein, hat er nicht. Okay. Oh, eiskalt, Junge. Eiskalt. Eiskalt. Junge, wir müssen unseren Planeten wiederfinden. Leck mich mit Maul da hinten. Und die Zeit ist um, dann würde ich sagen... Scheiße, Mann. Gucken wir dann in der nächsten Folge weiter, auf wie das hinbekommen. Ciao, Leute.
Ja, haut rein, Knast, sagt noch der liebe Dave. Ciao, dann bis zur nächsten Folge von Let's Play Daisy mit dem Scheiß Dave. Tschüss.